So, wir haben jetzt erstmal komplett die Ladungssuche abgeschlossen. Das ist auch mal nicht schlecht, ey. Wahnsinnig. Na, haben wir überhaupt schon mal so lange gebraucht dafür, ne, gell? Doch. Ja, ich glaube, wir haben auch schon lange nicht mehr so versucht, so viele Leute unter einen Hut zu kriegen, ganz oder? Genau, deswegen nehmen wir das in schöne auf hier. Damit wir alle was zu lachen haben. Auch die, die uns leider nicht begleiten können. Hahaha. So, was ist jetzt hier? Metz, ganz zum Schluss oder was? Naja, erst mal. Ja. Wir fahren jetzt erstmal alle nach Nürnberg. Über Prag, um da den Ernie einzusammeln. Ja, mal einen Händler entdeckt. Ich muss trotzdem bei Katowice laden. Arbeitsagentur entdeckt. Na, jetzt fahre ich erstmal auf die Arbeitsagentur drauf. Ja, aber ich habe halt bloß Bremen, Berlin und Dresden, ne? Bremen. Na, was hast du denn Richtung Frankreich, Ernie? Hast du das gesehen? Nee, weil ich nicht auf dich achte. Da. Von Prag. Voll in die Kurve gedriftet. Oh, Präsident! Oh, richtig schön. Ich nehme das für Stuttgart an, ne? Ja. Sollen wir dann die 50 Kilometer oder 60, 70, was es sind, nochmal zurückballern, oder? Na, ach, um Gottes Willen, seid ihr verrückt? Ja, sind wir. Wir fahren doch sowieso über Prag. Das ist doch dann die Richtung. Weiß es gar nicht. Ich jetzt wir fahren über Prag nach... Nach ja, aber ich weiß nicht, ob Katowice dann auch aus dem Weg liegt. Ich mache jetzt, bis ihr da seid, mache jetzt auf jeden Fall mal Prag. Vielleicht kriege ich bis dahin noch was und dann. Genau. Ja. Das glaube ich zwar nicht, aber immerhin kannst du dich beschäftigen. Genau. Weg, was ich mache, Auflieger holen. Chef, Werkstatt wieder? Ja, natürlich. Chuck Devils Treffpunkt Workshop. Ja, von jedem ist das der Treffpunkt, meine Freunde. Das ist wohl leider wahr, deswegen müssen wir uns vielleicht was Neues raussuchen. Ja, ich sag ja, ich hab mich damals immer mit meinen Leuten in meiner Firma auf dem Busparkplatz getroffen. Haben wir hier einen Busparkplatz? Nein. Doch, haben wir. Nein, gibt. Doch. Weil da ist eigentlich so ziemlich immer leer. Na, dann fahren wir jetzt dahin. Doch mal dahin. Bist du irgendwie langsamer, Patrick? Weil ich hole dich irgendwie ein. Nee, aber ich steig auf die Bremse, weil hier eine Mautstelle kommt, Daniel. Ja, Junge, sowas kennst du ja nicht. Ist klar, ja, das ist Abbremse muss es klar. Nee, aber eben vor der Mautstelle da. Also Busparkplatz. Jawohl. Boah, sag mal, da hat er aber schwer zu ziehen an den kleinen Scheißkipper. Was ist denn da drin? Roggen, 17 Tonnen. Scheiße. Die Verzweiflung. Ach, was für eine Verzweiflung. Wir haben immer noch 540 Pferde. Das hat mal... Ich hab 700 irgendwas. Das hat mal andere Level 5er hören mit 540 Pferde. Da träumen die von. Da fahren wir nämlich noch in Scania mit 360 PS. Oder in Iveco mit 310. Das stimmt auch nichts, aber für Anfänger, Vorsicht Blitzer, Daniel, für Anfänger hat Volvo wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, vor allen Dingen Leistungsverhältnis. Oh, hier ist ja gar keine No-Collision-Area. Oh, Mann ey, jetzt habe ich gedacht, hier kommt einer. Ich steig extra noch auf die Bremse drauf, weißt du? Da kam auch einer. Oh. Ja. Der hat nicht was mitgenommen. Ich bin aber noch gestanden, also daher. Er hätte nur weiterfahren müssen. Komm Junge, gib Gummi. Heißt der René. Aber wir müssen ja gleich links rum. Bitte? Laden. Da ist ja der René. Natürlich. Ja, hier ist eine No Collision. Wo bist denn du? Jetzt. Fahr nicht zurück! Warum? Der René steht noch hinter dir. Ach, hallo René. Jetzt kannst du zurückfahren. Nee, jetzt stehe ich schon fast. Oh, ich hab einen Plane-Auflieger von Tree It. Sowas. René war bei Tramari. Ich finde, die Trailer sind schön aus. René war bei Tramari, Daniel hat sich schon wieder eine Schwerlast angehängt. Na klar, ein Bagger. So, Präsidente! Pass auf, dann fahr. Präsidente hat bestimmt Kies.
Nope, habe ich doch gerade gesagt. Roggen. Roggen. Ihr fahrt. Yes. Fahrt ihr über Ostrava dann runter oder fahrt ihr an Wrocław vorbei? Wir fahren jetzt über Katowice und dann über Warschau, unter Warschau entlang, dann über Prag. Nürnberg, genau, da sammeln wir einen Ernie ein. Über, dann fahren wir über Stuttgart am Steinbruch entlang, unter Mannheim fahre ich nach Straßburg. Ja, aber ihr fahrt bei Wrocław vorbei, oder? Was, wo? Warte. Fahrt ihr unterhalb von Wrocław lang? Ja, auf jeden Fall. Ach so, ja, genau da fahren wir her. Genau. Ja, Patrick, dann können wir unsere Strecke fahren, ne, wie ich sagen denn. Katowice, Wrocław, Prag, Nürnberg. Und danach geht's weiter nach Stuttgart. Dann fahren wir weiter nach Maut. Ich fahre jetzt bis zur nächsten Mautstation und da warte ich dann auf euch. Wo habt ihr geladen in? Katowice. Wir fahren jetzt auf die Autobahn bis zur nächsten Mautstation, die ist ja gleich danach. Ach hier, da könnten wir ja theoretisch losfahren eigentlich. Wir sind ja jetzt eigentlich fast vollständig, hätte ich gemeint. Ihr könnt losfahren. Ihr habt. Wir haben auch geladen. Wer fährt vor? Ich bin geladen. Na, ich fahr vor, weil ich muss sowieso. Der langsamste vielleicht? Ich fahr vor, weil ich nicht mit euch fahr. Bitte? Tempomat rein, ne? Tempomat, sag ich gerade schon begrenzt, habt ihr alle drin, ne? Ja. Was hast du gerade gesagt, aber Kilo? Ich kann mich auch so auf 90 zügeln. Ich hab gesagt, ich fahr mal vor, weil ich ja sowieso nicht mit euch fahr. Warum nicht? Wo fährst du hin? Naja, ich fahr hoch nach, wie heißt das Kaff, was ich vorhin nicht aussprechen kann, so. Olistin oder was? Keine Ahnung was. Olistin. Ja, da hoch fahr ich. Und dann viel Spaß. Ich bin nur per Zufall, beziehungsweise per Zufall, ich bin extra hier abgefahren, damit ich kurz Hallo sagen kann. Und dann, ich hab nämlich nichts nach euch runter gehabt. Ja, Mücke, lass gehen. Vorhin wolltest du nicht mitfahren. Hier, ich bin doch schon voraus. Hast du lieber irgendwelchen anderen Dreck gezückt? Na du, das ist halt immer, wenn mich da jemand eher fragt, ob ich kooperieren muss mit Schülern. Kilo. Ja, das stimmt allerdings. Dann habe ich da schon die Zusage gesagt. Ich kann nicht verstehen, wie man ein anderes Spiel spielen kann, außer ETS. Das geht mir in meinen Kopf rein. Du spielst die Apollo 3, ne? Das sollst du doch nicht sagen. Du hast jetzt die ganze Pante versaut. Außerdem spielst du auch GTA 5. Nein, hörst du jetzt auf. Verrat doch nicht alles. Und ich bin nicht mal sicher, ob du noch weißt, was ETS 2 ist. Du, ich weiß, dass ich das G27 hier noch liegen habe. Geschweige denn Blender. Wo fährt denn jetzt? Kennst du Blender noch? Nee, weiß ich nicht, was denn das? Sag mal nicht. Du bist sowas von weit weg, für mich sehe ich gar nicht mehr. Ja, wenn deine Pferdchen nicht ordentlich ziehen, kann ich auch nicht sehen. Ey, ich hab schon das Höchste drin hier. Boah, du Blender! Ja. Also wenn ich heute Abend noch 500 schaffe, dann Was da vorne fährst? Meinst du mich? Ich fahr nicht, ich fahr auf Sebastian drauf. Ne, ich seh dich doch da vorne. Ach, den weißen Sternfahrer da. Genau, der hat mir nämlich jetzt 5 Schaden reingepixelt. Ja, der hat mich auch versucht abzudrängen. Aber dafür hab ich ihn abgedrängt. Nee, ich glaube, wir hatten gerade denselben Gedanken, oder? Ich hatte gerade gar keinen Gedanken, ich habe mir gerade das Video angeguckt vom Steffen. Achso, was für ein Video? Der Steffen hat ein Video gevideot, gepostet, meine ich, bei WhatsApp. Das Schöne ist, das ist echt cool, dass ich mit diesem, dem Internet, mit dem WhatsApp im Internet. Wollte ich nicht mal mein Handy aus der Station holen? Jungs, wollen wir uns an der Mautstelle nochmal kurz sammeln, weil ich glaube, irgendwie fehlt die Hälfte. Wir stehen hier schon. René? Ja. Ja, nicht ihr. Wo fährt ihr jetzt? Ihr seid ja noch viel weiter als wir. Nach Nürnberg. Nürnberg. Aber okay, jetzt so jetzt Dirk noch, und so, der ist nämlich 550 Meter hinter mir. Ich bin ja auch das Letzte. Das stimmt allerdings. Endlich sieht er das mal ein, das Ganze hier. Mensch, René, so lange musstest du das predigen, ne? Jetzt hat er selbst rausgefunden. Endlich, ey. Halleluja. Warte, ich meine Mutter aus. Verschmutzer, du. Nee, ich habe ein paar Eisenrohre, aber die gehen leider nach Prag und nicht auf die Baustelle. Na toll. Ich muss mir die Liste eh nochmal abschreiben. Ich hab's. Der Steffen hat's mir zweimal gepostet über WhatsApp. Aber ich muss sie mir auf jeden Fall mal abschreiben, definitiv. Dass ich mal wieder weiß, was wir alles gefahren haben schon. Ah, Patrick, wieso stehen wir eigentlich an dieser Mautstelle?
weil es die einzige ist, die jetzt noch kommt. Ja, weiter vorne kommt auch noch eine. Wenn ja, ewig schnell fährst. Aber warum sollen wir jetzt ohne 90. die anderen so weit vorballern, wenn die anderen hier eh vorbeikommen? Warten dann vielleicht da vorne noch ein Stück länger. Es schwankt aber zwischen 90 und 91, keine Ahnung. Mann, will ich auch mal 90 fahren, ne? Ja, ich habe mir gerade das Video von Steffen angeschaut. Ja. Okay, kann man ja mal machen. Ne? Also mit 22 Tonnen muss ich der Traktor ganz schön schwer tun, ne? Mit den Eisenrohre. Alter Vater aus dem Steinbruch. Hast du einen Hunni mag oder was? Ich muss doch Radcross fahren, ich hab doch keine Kohle. Mach mal deine Rundumleuchten aus, oder? Stand mal, was wir müssen den Ernie erstmal richtig hochpauken. Wieso kommt ihr denn nicht aus dem Knick da hin? Mücke schon wieder 400 Meter hinter mir. Jetzt war kein alten Mann. Daniel. Ja, ich hab den Begrenzer drin. Sag mal, ich bin jetzt schon bei der zweiten Mautstelle. Irgendwo müsst ihr doch mal kommen. Ja, genau. Ich bin auch schon da. Ich fahr auch 19 mit Begrenzer. Ich doch auch. Wo steht denn ihr an welcher Mautstelle? Jetzt ihr seid jetzt über die zweite, oder? Genau. Hier geht's jetzt ab Richtung. Ach, die nächste dann, ja, okay, da hab ich vorne auf der Karte eh nicht übersehen. Ah, guck mal, da ist die Mücke. Boah, sag mal, das Ding geht ja gar nicht aus dem Quark. Alter Vater. Daniel. Pack mich mal hier. Mach mal bitte deine Rundumleuchten aus, wenn du stehst. Danke. Wie kannst du das hier auch so? Wenn du stehst. Bitte dich. Ich glaube, mein Fahrer ist müde. Der hat gerade gegähnt. Oh. Sicher, dass das dein Fahrer war? Auf jeden Fall, ich bin nicht müde. Gebt euch in Acht. Das war der Motor. Ja, da genau Fehlfunktion bei MAN. Sag mal, ich glaube, ich halte es für eine gute Idee, wenn ich mal hinfahre, oder? Dann mache ich alle mal ein bisschen Angst von hinten. Geschwindigkeitsüberschreitung. Ich bin müde, aber ist mir egal. Ich kann euch eigentlich gar keine Angst mehr machen. So gut wie ich in den letzten Tagen gefahren bin. Da muss Daniel hinten fahren. Hör auf, du sollst die Leute nicht verscheuchen. Ich muss eigentlich nur ganz vorne fahren, weil ich bin der Schwerste. Du musst Schlusslicht machen, du bist der Bremsklotz, Daniel. Damit ich vorne drauf fahre. Der Erfahrenste und Schwerste muss da vorne. Der Erfahrenste. Der mit der geringsten Motorleistung muss da vorne. Der die Geschwindigkeit vorgibt. Ja. Na, seid froh, dass ihr mich nicht habt vorne. Da würden wir ja gar nicht aus dem Arsch kommen. Ja, hey, ich hab zumindest schon ein bisschen mehr jetzt, gell? Ich hab jetzt schon mit kein 420er mehr. Jetzt warten wir mal, bis wir in Prag sind, dann ändert sich das auch. Dann fährt Ernie vorne weg. Was, der Ernie fährt nach Prag, oder was? Ja. Ach nee, der Ernie steht ja in Prag. Doch, der Ernie kann aber schon mal losfahren, eigentlich. Ich hab doch bloß so einen kleinen nach Prag. Ach ja. Guck ich nochmal. Ja, stimmt. So, hier vorne kommt die Mautstelle, da müsst ihr ja eigentlich irgendwo zu sehen sein. Nee, genau, ich seh dich schon da auf dem Ding. Da kommt auch wir beide, René und ich, wir kommen ja einigermaßen hintereinander her, aber anderen beiden Kandidaten da hinten. Warte, du musst nicht mehr den Namen ändern, beziehungsweise. Ey, Mücke, was ist los? Du bist über 300 Meter hinter mir. Mein Avatar-Bild bei dir rein. Boah, mir ist so bremskeil. 37er Ja, da ist so ein Bremskeil gewesen vor mir. Ich habe einen 20er. Nee, 19er, 18er jetzt. Das mal so anmerken darf. Kommt da vorbei. Ist ja, das weiß ich. Du hast immer einen schönen Ping. Das gefällt mir. Das ist cool. Ja. Ah, ich kann mich auch hinter René stellen. Hallo. Meine Wenigkeit hat einen 18er Ping. Wie kriegt man sowas hin? Jetzt hast du... Der Dirk hat aber auch 16, gell? Ah, oh, jetzt kommt noch Dirk angeheimert. 16er Ping. 16er Ping, Alter. Ich hab einen 53er, Junge, ich bin ja der Spitzenreiter. Dirk. Ach, guck, jetzt haben wir sie doch. Dirk, jetzt bleib stehen, ich kann dich irgendwo holen. Dirk, jetzt fahr in die Mitte. Komm, fahr in die Mitte. Wo seid ihr jetzt? Hier werde ich, glaube ich, bei euch mal anschließen. Park in der Mitte. Willst dich? Ich will dich gar nicht hier haben. Geh weg. Ach, halt doch die Schnauze, alter Mann. Genau. Du musst dahinter, denn der Dings. Renato, du musst erstmal die Staubschicht von deinem Lenkrad entfernen. So, und jetzt alle mal schnell, weil ich ein Foto machen will. Bei Renato ist immer alles picobello, gell, du? Das sag ich da, du. Wenn meine Frau das Lenkrad nicht putzt, kriegst du ja noch einen Kopf. Mein Arbeitsplatz, eine saubere Sache. Warte, Mücke und Daniel, könnt ihr mal 2-3 Meter wieder zurück? Nee,
Wie machen die jetzt nochmal weiter zu? Haben die schon wieder ein neues Update rausgebracht für ETS? Weiter. Ich auch. Dirk fährt noch ein kleines Stück vor. Stopp. Ja, da wo Daniel steht, könnte er stehen bleiben. Mach dich gut, oder was? Geht's jetzt? Hab das jetzt? Nein. So, seht zu jetzt. So. Also, das Team wahrscheinlich auch mal auf den Feuer auf die Kolben. Ja, musst du da vorne schon mal Gas geben hier. Ich nicht. Ja, ich war nicht vorne. Ey, guck mal, ganz langsam zahle ich dir das Video. Was sind das für kranke Haare, Nato? Ja, die sind total am Ende, die kannst du eigentlich. Und dann noch Multiplayer, weißt du? Ey, hör bloß auf. Ey, Daniel, du bist jetzt nicht über ein Ding geeiert, oder? Da kommt der Blatt. Ich bin nicht über den Rasen geeiert. Hallo, Dirk. Warum kommst du nicht aus der Falte da hinten? Das war Hacken, das war mir arschklar. Was? Ich bin hier ganz vorne bei René. Was fühlst du? Ja, weil du auch über den Rasen geeiert bist. Jeder normale Mensch fährt über die Straße. Nein, Daniel, am Eier. Hey, der hat doch ein Gelände gegen Daniel hat doch keine Zeit. Geländegelände gegen LKW. Da ist der Tomato Goat schon wieder. Seite rein, der Penner. Oh. Da wollte einer mal seinen LKW von unten. Ich komme aber wohl noch hinterher mit meinen 540 Pferdchen. Doch, wie sieht's aus? Kann ich rüber? Ja, schon lange. Jungs, gut. Wie schnell fahrt ihr? 90. Ja, dann mach ich mal auf 92. Mal gucken, ob ich einen aufhole. Ich weiß nicht, was mit euren Autos alles los ist. Mit meinem Magnum bin ich schon immer schneller wie ihr. Wisst ihr, was ich verstanden habe? Er ist mit seinem Magnum schneller. Na, was denn? Ich kann diese Aussage schon wieder überhaupt nicht verstehen, da wie ihm das. Ich fahre 90, ihr kommt nicht hinterher mit eurem. Wisst nicht, was ihr da hinten fahrt, keine Ahnung. Das bei mir schwankt es immer zwischen 90 und 91. Jetzt mach ihn mal weg mit deinem Packer. Was ja, hast mal gucken. Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt bin. Es geht bergab, ich kann da nichts für. Wenn nicht, bin nur 50 Meter hinter dir. Das reicht ja auch, das ist in Ordnung. Ja. Renato, du musst jetzt mal gucken, ob dein Pokémon noch reinspringt. Die ganze Truck Devils Truppe auf der Autobahn. Ach du Scheiße. Ja. Oh Gott. Wer überholt denn da? Das gibt doch eine Motorradschule. Leider. Jetzt mach ich mal was total Verrücktes. Was ich wahrscheinlich bereuen werde gleich. Freihändig fahren? Nein, ich hab Taste 8 gedrückt. Oh, wow. So. TV-Kamera. Och, ja, das ist die gleiche Schnitt. Irgend einer hat hier hinten das Fernlicht an. Daniel, ich nicht. Im Zweifel ist mal Daniel. Im Zweifel ist mal Daniel. Ich hab alles nicht an, ja. Sicher. Oh, es ist doch hell. Mach's aber gleich aus, wenn's hell wird. Es ist doch aber schon hell. Hat der gerade vorbei? Ist jetzt so langsam. Ich fahr 91. Jo. Mach okay, ich mal kurz den Tempomat raus und lass mich ein bisschen zurückfallen. Tempomat bremst sogar schon, weil ich zu schnell dran bin. Ja, daran wird es wahrscheinlich liegen. Motorbremse. Ich bin aber bei 91. Oh, Motorfehlfunktion. Aha, scheiße. Ich komm doch nicht online, ey. Wenn ich wieder höre, Motorfehlfunktion, dann wird ja schon wieder wie durch die Kiefer rennen, ey. Ich nicht. Können wir die nächste Tanke mal anfahren? Es ist zu spät. Nee, die fahren an keiner Tanke mehr vorbei. Nee, halt, die ziehen durch. Da hättest du mal vorher pinkeln müssen. Ja, genau. Das geht jetzt durch. Weißt du, was das für ein Aufwand wird, wenn wir da jetzt wieder alle anhalten? Oh, wäre ich ganz gut, weil ich müsste auch mal einen Schluck nehmen hier aus dem. Ja, doch, jetzt macht er einfach in der Tasche. Bis die alle so aus dem Knick kommen. Also, mein LKW möchte auch mal wieder ein bisschen was trinken. Wohin fahrt ihr jetzt? Nürnberg. Prag in erster Linie jetzt erstmal. Erst nach Prag, um Ernie zu holen, dann nach Nürnberg, um René wegzuschmeißen. Oh, Toni auch noch nicht. Wir können ja noch kurz warten, vielleicht kriegt René ja sogar eine Anschlusstour. Ja, du meinst, ich bin Das sehen wir dann. Es war aber allgemein gerade eine falsche Aussage zu sagen,
dass die ganze Truck-Devils-Gruppe unterwegs ist. Ne, Renato will ja nicht. Hä? Wieso? Ich hab doch nicht. Ich hab mal meinen Lenker gerade in der Hand wieder. Was willst du denn jetzt? Du hast gerade gesagt, du willst nicht mehr. Ich habe immer die gleich scheiße Tour wie vorher, echt. Daniel, wie wär's, wenn du René zuerst wieder runterlässt? Geil, von Bratislava hätte ich nach Lübeck. Lass ihn doch schon fahren. Ich hole mal eben hier kurz meine Tastatur, Maus, Lenkrad und dieses ganze andere Geschnellte. Patrick, was ist los da? Ja, ich kann nicht schneller wegen Daniel. Also wir wollen nach Prag, direkt nach rein nach Prag oder was? Wie lange braucht ihr noch, wenn ich schneller bin? Na, hier ist, glaube ich, Prag schon ausgeschildert, hätte ich gesagt. Bratislava, also müsste ich gucken, da hier irgendwas rüber nach. Ja, dann fahr ich jetzt hier Prag runter, gell? Bin sicher, ich 24 Stunden im Rücken. Wir müssen hier vorne runter. Du kannst bremsen, du kannst hier rein. Nein, Gott. Du musst nach Nürnberg, oder was? Ich muss nach Nürnberg, ja. Patrick, wir müssen da denn? Ja, weiß ich. Patrick, wir müssen da denn? Ja. Ich will's ja nur sagen. Boah, will ich aber. Puff. Tut mir leid. Ah, Leute. Hat er gar nicht mitgekriegt. Ich hasse es schon wieder, dass ich das nächste genommen habe und nicht einfach das weiteste, weil dann jetzt muss ich vorne wegfahren. Warum fahren wir überhaupt nach rechts? Warum fahren wir überhaupt nach rechts? Ich denke, wir wollen nach Prag. Weil lang fährt. Wir müssen doch den Ernie noch abholen. Ja, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich bleibe jetzt mal ganz... Ja, wir sind nämlich gerade in Wrocław. Ich wollte unbedingt mal nach Wrocław. Ich bin jetzt erst der erste Aufenthalt. Versteht mich einfach. Ja, ich habe jetzt auch ersten Aufenthalt. Einmal der ganze Konvoi, einmal umgeleitet. Wobei, wir sind nur vier Leute. Oh Mann. Ja, weil der Rest wahrscheinlich abgebogen ist. Und die anderen der Rest ist richtig gefahren. Die verstehen das alle nicht. Ich werde jetzt aber hier direkt auf der Kreuzung wenden, wenn jetzt hier nichts kommt. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Wobei, wir ziehen einfach nach. Genau, wir drehen einfach alle auch auf der Kreuzung. Ja, ich hab Warnblinklicht angemacht, weil ich mir nicht entscheiden kann, in welche Richtung ich fahren möchte, gell? Weißt du nicht, dass ein Trailer nachläuft? Ich wollte mal die aktuelle Version, die hier ist. Ja, ich wollte nur sagen, ihr fahrt alle in die falsche Richtung, alle miteinander. Oh, typisch Truck Devils. Oh nee, ey. Sag mal, Dani, wie viele Pferdchen hast du eigentlich? Ich? Boom. Oh. Toll. Ich Hallo. Ich hab 730. Weil du da nicht aus der Falte gekommen bist, habe ich jetzt 23% Schaden. Abstand halten hat er. Da kommt Gegenverkehr. Ich hatte eben einen Mega-Lag. Ja, habe ich gemerkt. Sei froh, dass du ein LKW fährst und kein Schiff, weil dann wird's nämlich jetzt untergehen. Ich werde mir mal irgendwas nach Linz an der Backe hängen und dann werde ich mal gucken, dass ich Richtung. Uns geradeaus, ne? Ja, jetzt war Daniel! Daniel, echt? Hätte ich jetzt nicht auf meinem Navi gesehen. Meine Güte. Nicht, dass der eine oder andere vielleicht doch irgendwann das umgucken will. Wenn du jetzt mal ein bisschen aufs Gaspedal drückst, da vorne, ey. Ich habe immer schon neu eingeloggt. Ich hab schon geschaltet. Durch das ganze geschalte App. Was für ein Idiot, Alter! Ich hab immer die gleich scheiße Orte, echt. René, Tankstelle, ne? Da kommen wir so schnell. Ja, ja. Wir da vorne mal ein bisschen. Ja, wir bleiben hier an der Tankstelle. Wir bleiben hier an der Tankstelle stehen. Alles. 24% Schaden. Danke, Daniel. Was soll ich? Auf keine Absicht. Also. Bin Daniel schon drauf geheizt, dann hat er 100, also. Geht noch. Aber Daniel schafft doch die Regie. Also ich hätte innerhalb Europas habe ich nur Graz. Von Prag aus aber. Na, oder Verona. Na dann nur doch mal, dann warte ich hier. Nee, warum Prag ist aber ein bisschen arg doll, Leute. Und die erst noch. Ja, aber du könntest dich doch dahin beamen nach Prag. Das genau. Tankstelle frei? Weil ich habe die Tour jetzt angenommen nach Linz runter. Da habe ich gerade. Oh! Ja, dann nimm du doch, dann müssen wir gucken, dass wir uns treffen dann. Daniel wieder, ey. Statt mal in den Spiegel zu gucken. Na gut, Ernie, wenn du jetzt nach Graz fährst, zusammen mit dem Renato, der nach Linz will, dann können wir ja trotzdem auch schon mal weiterfahren. Dann bringt es ja nichts, wenn wir auf euch dann warten, weil so einen übelsten Umweg kann ich mir gerade nicht leisten. Hanne. Alter, ein feiner Graz. Na,
Na, dann nehme ich Blitz. Okay, also. Ach, Jungs. Feuer. Wie sieht's aus? Können wir dann los? Das ist gerade ein Angebot, gerade links im Nürnberg, ne? Nein, man muss nicht machen. Aber Daniel, so viel zum Thema, du kommst mit der Tastatur besser klar. Also, das sieht auch nicht gerade so gut aus, wie du dich da umgestellt hast. Ich werde es hier auch nicht 150 mehr rumeimern und den richtig hinstellen, weil ich sowieso gleich weiterfahren. Komm denn hier? Es könnte sein, dass wenn wir mal irgendwo eine Tankstelle belegen, die gleich komplett besetzen. Daniel, wo steckst du denn? Bitte? Wo steckst du denn jetzt? Wo ist Dirk denn jetzt? Dirk schon vorgefahren oder was? Nee, der ausgelockt. Achso, ausgelockt. Warum das? Hör auf. Die geht offline. Ja, morgen den Termin beim Zellersmorgen. Du willst nach Graz, dann kommst du ja von Prag da runter, dann können wir uns ja in Linz treffen. Dann zieh ich nämlich jetzt mal nach Linz durch, dann treffen wir uns in Linz. Ernie. Ja? Jungs, wir hören uns morgen wieder. Ja. Schönen Feierabend. Tschüss. Tau dir. Mann, Daniel, ein bisschen in die Spiegel schauen. Den doch da, komm. Ja. Wenn er vor dir noch rausziehen möchte, das Alter, nee, der 680er zieht ja doch schon ganz schön gut ab. Ja, gut, ich muss sagen, ich sagte, wie viel Gewicht ich habe. Lächerliche 9 Tonnen, ich glaube, da braucht man den RBN nicht schön reden. Ja, das stimmt. Gell? Wie schnell fährst du? Wieder 90 oder wie schnell? Nö, 73 steht im Nachhinein. Nee, ja, ganz 22. Ich bin extra langsam gefahren. Danke. Was steht denn jetzt im Tacho? Ich hab's nicht mitgekriegt. 73. 73 noch. Wo seid ihr gerade? Prag oder was? So, wir sind kurz noch vor Prag, von Krakow aus. Krakau, meine ich. Wir sind jetzt gerade beim Steinbruch. Dann habe ich jetzt mal 70 auf dem Tacho stehen, ne? Okay, dann mach ich jetzt folgendes. Wer fährt denn jetzt gerade vor mir? Wo die müsste. Ne, René ist nicht. Oh, warte, das ist bei mir. Was mit J? Abstand, ne? Nee, ich befinde mich jetzt in München. Ich befinde mich jetzt in München. Das ist Jimster. Du bist in München. Na, wir sind jetzt erstmal auf dem Weg nach Nürnberg. Ja, ja, ich weiß. Wir haben jetzt in Prag gar keinen Zwischenstopp mehr. Nee, wir fahren jetzt durch. Okay. Ich mach's jetzt mit dem Renato. Oh, Mann, das ist jetzt so falsch. Das hört sich so richtig an, Ernie. Wenn ihr mich nicht mitnehmt. Ja, rote Ampel. Nur zur. Weil noch habe ich, glaube ich, keinen Schaden, denke ich mal. Naja, ich weiß nicht. Also ich schon, aber mein Fahrzeug nicht. Vielleicht können wir das ja so belassen. Ey, wo ist denn die rote Ampel? Da vor mir. Vorne. Ich hab auch einen Schaden. Aber ich denke, wenn ihr jetzt Nürnberg fahrt, dann sehen wir uns mit Sicherheit. Jetzt komme ich wieder nicht hinterher. Warte, Feuer auf die Kolben. Ja, was meinst du, was ich hier mache? Ich quetsche alles aus dem Volvo raus, was geht, aber der mit seinen 9 Tonnen auf 680 PS hat einfach die besseren Karten. Nee, ich hab auch noch ein großes Fahrerhaus, du hast ein kleines Fahrerhaus. Ja, genau. Hier vorne hat ihr noch wahrscheinlich grobartig Motorschaden, weil dem ist gerade das Licht ausgegangen. Hm. Und was ist, wenn das Licht ausgeht? Da geht meistens der Motor mit aus, gell? Ja, meistens. Oder Batterie leer. Ja, der könnte auch sein. Dafür. Ja, aber der hat auch eine Lichtmaschine. Wenn die kaputt ist? Oder ihm sind schlagartig gerade alle Glühbirnen kaputt gegangen. Auf jeden Fall. Das ist mir schon oft so gegangen. Genau. Das ist richtig oft passiert, ne? Abends zum Feierabend. Warum liegst du jetzt? Weil ich's kann, hat mir gefallen. So, erstmal bis 70 hier wieder reinlochen, ey, bevor ich den Party gleich noch drauf rein. Ich wollte gerade sagen, du laberst mich hier voll mit Sicherheitsabstand und fährst mir auf 3 Meter auf die Pelle. Ich bin jetzt schon bei 69, ich weiß gar nicht, wieso hast du Warnblick? Ich bin auf 72, ja, also 68. Meinst du mich? Nee, wir haben doch Vorfahrt, ungebremst. Ja, aber wir sind hier im Multiplayer. Also, ob ich da jetzt Vorfahrt habe oder nicht, ich gucke trotzdem.
hoch auf 80. Es gibt immer irgendeinen, der nicht weiß, was er macht. Hier, Daniel. Hey, ich weiß, was ich zu tun habe. Ah, René, er ist noch nicht auf 80. Nein, oder nicht. Ich fahr 70, wir wollen nach Frankreich. Bist du mal ein bisschen auf da, nach vorne? Ich muss meine Karte sauber halten. Meine Karte, ah, ich fahr schon auf der zweiten, ey. Warte, ich bin bei 60. Ja, ich bin bei 50. Oh, Leute. Ich geh doch bergauf. Ey, ich bin bei 40. Ich bin der 56. Hier wird eine Straße gebaut, irgendwas. Ich bin bei 90. Ey, das ist ja cool. Wenn der Motor ausgeht, hat man keine Servolenkung mehr, dann wird das Lenkrad voll hart. Ja. Das ist ja geil. Das muss ich ausprobieren. Haku, aufpassen hinter mir. Oh, nee, ey. Nee, das funktioniert bei mir nicht. Renato, Gott sei Dank spielen wir keinen ETS 2 und das ist auch ein Multiplayer. Ein Glück gehören wir nicht zu diesen Irren da, ja, ich dachte, ey, das ist so eine Pfeife. Also René, was steht jetzt bei dir drin? Jetzt steht eine 83 drin. Ja, ich mache erstmal 90, damit ich wieder aufschließen kann mit meiner Möhre. Genau. Schnippel dir eine Suppe, deine Möhre. Wie viele Kilometer habt ihr noch bis zum Berg? Mach ich jetzt mal auf 8. Ich habe jetzt noch 415. Jetzt geht's erstmal bergauf, da ist erstmal nichts mit 90. Ich hab noch 425 Kilometer bis zum Berg. Mhm. Ey, man merkt doch, dass ich meinen Rechner sauber gemacht habe. Also meine Grafikkarte hier, die Alter, mein Scania kämpft gerade bergauf. Warum zu glauben? Was meinst du, was meiner gerade macht? Ich verstehe nicht, was er macht. Ich hab 700 Pferde vorgespannt, ne, aber hab 22 Tonnen. Ich habe 540 und 17 Tonnen, also das ist wohl ziemlich gleich. Ich muss hier berghoch schon bremsen, nicht, dass ich zu schnell fahre. Ja, mit deinen 9 Tonnen, ne? Du brauchst sowieso gar nichts lagen. Vergesst bitte beim Berghochfahren das Bremsen nicht, nicht, dass ihr wieder zurückrollt. Oh. Ich guck mal, wie weit der weg ist. Dass der bremsen muss berghoch. Dann schießt er über die Kuppel drüber hinaus. Boah, 90, Tempomat. Endlich. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt mal bei 88 drin. Ich bin jetzt bei 78 hier. Ich suche mir jetzt den nächsten Parkplatz, an dem bin ich nämlich vorbeigefahren und dann werde ich erstmal mir einen Kaffee holen. Vielleicht habt ihr es ja geschafft, bis dahin wird er da zu sein. Nee, ich komm jetzt. Ihr könnt ganz normal weiterfahren, ich fahre über die Tankstelle, weil ich die noch nicht erkundet habe. Jetzt hier in der Tankstelle warten jetzt oder was? Nein. Weiterfahren. Ich muss die nur erkunden. Ach so, ich fahre die gerade hinterher. Blind, scharf, hoch 10. Also ich weiß nicht, ich hab's jetzt eigentlich zweimal oder einmal gesagt, aber... Hören ist anscheinend ziemlich schwierig. Na, ich guck mal, dass ich jetzt Richtung René komme, dann... mit Mernie. Also ich bin jetzt wieder bei 90. Bin auch bei 90. Fahrt der Landstraße. Ah ne, fahrt jetzt Autobahn. Ich bin Autobahn jetzt. Ich und ich bin bei 100 Meter Sicherheitsabstand. Das 107 heißt. Kilometer habe ich jetzt noch. Wie viel hast du, Ernie? Weil du, ich habe nur über 400. Aber bist schon von Prag weg. Ja. Ja, du fährst ja durch Linz durch. Da lass uns doch deine Linz treffen, oder? Ja. Wollt ihr nochmal Schwung holen? Ihr kommt wieder am Berg. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich bin jetzt schon wieder im 12. Gang am. Willst du nicht den 10. runterschalten? Ja, dann verlierst du wieder Geschwindigkeit. Kannst du den Gang eigentlich bei so sanften Anstiegen doch besser drin lassen. Alter, jetzt hat er aber auf einmal Leute reingeladen hier. Warte, macht es dir Spaß? Mit uns zu fahren? Das ist nicht schlecht, nee. Kreisverkehr, ich möchte euch daran erinnern, innerorts in 50. Und natürlich geht in dem Moment, wo ich durch die Kurve fahre, geht der Motor aus. Linz. Und die Servolenkung ist weg. Ich bin jetzt gerade. Hier vorne ist eine Werkstatt, willst Linz du da fix anhalten? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt genug Geld habe. Lass uns mal Linz an der Werkstatt treffen, dann eher nicht. Nein, okay. Wir fahren jetzt weiter. Bevor wir da jetzt wieder anfangen, dass alle da wieder rausfahren müssen. Nee, ihr doch nicht. Nein, aber wir. Ernie und ich, ja, ihr nee, hatte mir gerade kurz angeboten, dass wir hier nicht rausfahren. Wie viel hier stehen, Ernie, das hätte eh keinen Zweck. Zusammen eh viel besser als mit euch. Sorry, Hako! Ja, was wird denn das jetzt hier, du? Da nach rechts? Ja, muss ich ja!
Hier liegt noch ein Stück Pizza. Ich will nicht unbedingt mit der Leibplanke kuscheln. Nicht, Daniel? Ich dachte, die magst du so. Da kommt Kreisverkehr. Ja, oh, das ist weiß so weit, seid ihr erst. Oh Mann. Oh Mann. Oh, wow. Hör dir Patrick an, der ist schon wieder durchgezimmert durch die ganze Sache. Ich fahr Volvo, der kippt schnell! Warum bin ich schon wieder durchgezimmert? Ja. Aufpassen, ich muss bremsen! Ja, ja. Durchgezimmert, ich fahr hier hinter Patrick, ganz normal. Wirf einen Anker. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ach, LKW-Fahren ist doch eine feine Sache, ey. Oh! Leute, was macht ihr denn? Keine Ahnung, wieso stehst du jetzt hier mit auf der Straße? Weil ich rausgeflogen bin. Oh, ich glaube, es ist ja wohl ein ganz okay hier auf der Bänke. Ach, so bin ich über den Bürgersteig überfahren, Alter. Kann ja wohl sein. Bin doch schon weg. Jetzt, oh, wenn die Leute Daniel uns wieder eingeholt hat, ne? Wenn die Leute, die den Fußgänger-Simulator spielen, ja ganz entsetzt sein. Ja. Ich müsste über den Bürgersteig fahren, weil von links einer aus der Werkstatt rauskam, die auch an ihm dann vorbei wollte. Ja. Entsetzliche Geschichte. 20 Kilometer noch, dann bin ich da. Nani. Ja, ich hab nur. René, du hast 90 drinstehen, oder? Jawohl. Gut. Ich hab nur 309. Ja, nach Gras runter, da müssen wir noch ein Stückchen. Ja. Ich werde mal gucken, dass wir dann irgendwie Richtung René Aufschluss finden. Ne? Seid ihr da vorne bei der Autobahn rechts rübergefahren? Wir biegen jetzt hier rechts ab. Er meint auf die Autobahn hoch rechts, ja, sind wir. Das liegt schon hinter mir, ich kann mich nicht erinnern. Du wolltest auch gerade sagen, ich musste auch gerade grob überlegen. Ja, können wir ran hier. Da sind schon wieder zu viele Bier dazwischen geflossen. Um sich an sowas zu erinnern. Hm. Motorbremse. So ein Vollpfosten. Blinkt Kilometer weit nach rechts, lass ihn schon hier rein und der will nicht, ey. Vollidiot. Ja. Also ich befinde mich jetzt in Nürnberg. Du bist in Nürnberg. Na, ich habe noch 276 Kilometer. Ich werde mal gucken, vielleicht kann ich ein paar In-City-Touren machen oder so. Ja, das kann wenigstens ein bisschen Gas geben. Genau, hier mal ein bisschen Gas. Du mit deinen 24 Tonnen. Ja, ich bin ja hier der Schwerste. Ich will ja auch so schnell wie möglich diesen MAN loswerden. Nein. Hallo, ich heiße Kilo. Ich werde wohl der Schwerste sein. Aber Renato hatte gerade denselben Gedanken wie ich. Man seid aber schon ganz schön weit vor mir, wa? Also ich. Ja, ich sagte ja vorhin schon, da hast du erstmal ordentlich was zu heizen. Entschuldigung. Also ich glaube irgendwie so hinter Patrick hört sowieso auf. Ja, hinter mir hört's auf. Hinter Patrick geht die Welt zu Ende. Ja. Seid ihr dann wieder links runtergefahren? Rechts runter dann. Also rechts und dann. Man fährt mal rechts runter. Sonst würdest du auf der falschen Seite fahren, was ich jetzt nicht hoffe. Dort hier bleibt man auf deiner Seite, genau, Mensch. Ah, wir sind dann wieder rechts runter, Daniel. Naja, schon. Jetzt Richtung Nürnberg. Ah, ich werde auch von Earth 5 heute früher raus. Jupp. Oh, ist ja die Abfahrt, ich will schon an 10 runter. Man hört sich die Tage. Schon wieder hören. Jo, mach's gut. Jo. Die sag mal, René, musstest du dem sagen, dass er auch bei sich in der Region einen Trailer kriegt? Ich habe vorhin mal gegoogelt, ich habe jetzt nicht wirklich was gefunden. Komische, sorry, wenn ich das mal so sage, aber er ist LKW-Fahrer, weiß nicht, wo die Städte liegen. Ja, komisch, weil er kein LKW-Fahrer ist. Leider von morgens bis abends nur Müll. Ja. Fährt ein 730er, hat einen Trailer für seinen Kumpel abgeholt. Ja, genau, ist klar. Wahrscheinlich für Lau, ne? Weil so ein 730er ja auch keinen Sprit braucht. Geradeaus. Nein, braucht er nicht. Habt ihr das gehört? Geradeaus, bitte. Ja. Oh,
Kollegen. Ihr seid ja richtige Lässerschwestern. No, ja, sind wir. Ja, ich bin Renato, ich bin Linz jetzt. Ich komme zum Feststeller. Ich bin jetzt gerade bei IBC. Wenn man uns schon versucht anzulügen, dann sollte man es auch geschickter machen. Wollte ich gerade sagen, dafür sind zu viele wirkliche LKW-Fahrer hier. Okay. Wir sind keine Lästerschwestern, wir sind fest. Da war Blitzer, guck mal, ob ihr den auch habt. Wir sagen nur die Meinung. Jo, habe ich auch. Gut. Dann war er echt, verdammt. Vielleicht sollten wir 88 fahren, dann werden wir nicht geblitzt. Welcher Blitzer? Hast du jetzt keinen gehabt? Nürnberg ist voll, ey. Da war das ein Bug bei dir, also bei mir war einer. Hey, ich hab nichts gezahlt. Da steht einer, Johnny Death. Twitch TV. Ja, warte, ich bin wieder gerade bei IBC am Abladen. Mach mal Werbung für Scania. Also genau. Scania WTB. WWW. So, abgeliefert. Die ganze Zeit. Du hast wahrscheinlich gleich mit dem Hammer auf der Tastatur hacken. WWW. Aber die hat ja nicht jetzt nichts gebracht, René. Zum Werbung. Nee, bis jetzt noch gar nichts. Daniel, wie sieht's aus? Oh, ich hab also, was nach Kratz. Ich feuer schon mit Vollspeed und hole ich irgendwie nicht okay. Also, ich hab was nach Kratz, wunderbar. Okay. Warte, müsste hier mit 200 gut sein. Den Dreck eben dran, dann Daniel, komm ich hier in eine Werkstatt gefahren. Okay, also, ich muss was einmal rum im Kreis jetzt. Nächsten Rastplatz fahre ich wieder über den Rastplatz, weil ich den noch nicht habe. Ich muss sowieso rausfahren, weil ich muss tanken. Ich bin hier vorbeigefahren, warte, ich bin hinter dir. Ja, guck, da können wir auf Daniel warten. Ernie, ich bin hinter dir. Ach, da bin ich. Okay, alles klar. Wo muss ich laden? Rechts rum, dann vorne. Ernie, kannst du nicht an ihm vorbeifahren? Da ist das geil, ey. Wie hab ich das vermisst? Aber wir können eigentlich schon weiterfahren. Ich bin nämlich kurz vor der Baustelle. Du kannst hinter Ernie hinterherfahren, ey. Kein Leck mehr. Gell? Das ist mal richtig geil, auf jeden Fall. Ey, ja, das siehst du, was ich doch mache. Ernie, über die Straße drüber und dann muss ich rechts laden. Bei ITTC. Ja, genau. Boah, ey, da kommst du gar nicht ran an den Ernie mit seinem neuen Rechner, ey. Der zieht da vorne weg. Beim Unimog. Mock. So, Daniel, ja, einmal der Vollständigkeit halber bitte auf dem Rastplatz melden. Rechts. Wobei, ne, da kommst du nicht aus der Falle, geil, ne? Ja, der Rechner macht sich, ja. Ich komme jetzt hier an den Rastplatz, soll ich da drauf fahren? Ja, wir sind hier auf dem Rastplatz. So, ich hab dich noch nicht in meinem Umfeld. Ich auch nicht. Play is near you. Ja, da bist du. 500 Meter. Ach du Scheiße. Kann man nicht gleich durchblasen, bevor der wieder hier ist. So, mein Lieben. Dann bleib am besten doch nicht ganz stehen, sondern dann fährst du jetzt einfach vorweg und wir fahren hinterher. Wo muss ich denn hinbringen? Genau, fahr weg. Schon umschalte. Komm. Ja, ich hab 70 drauf gehabt. Postbett hab ich. Ich melde mich. Ich hab FCP, dann hat's. Schönen Feierabend, Klo. Jo, weil ich hab nämlich zu euch nach da runter, wo ihr hin wollt, hab ich nichts gefunden und auch keine Ahnung. Naja, nicht schlimm. Erstens, nächstes Mal wieder mit. Ich lock dir noch 90 ein, ne? Wir hören uns, macht's gut, tschüss. Wenn wieder mal sind. Tschüss. Ja. Schussen. So, ja, Akku ist direkt so 200 Meter weg. Ich hatte ja noch, wo ich bei euch war, noch 70 drauf gehabt. Also man sollte auch den Sinn von dem Beschleunigungsstreifen ausnutzen, finde ich. So, Ernie, dann lass uns, ne? Fährst du vorne raus, oder? Ich hab 203 Kilometer und du? Du, ich bin bei 90. Mach mal auf 93, weil Daniel einholen ein bisschen. Bisschen. 204. Na, dann fahr ich vor, ich hab weniger als du. Wundert's, dass der Daniel überhaupt die Zahl 90 gefunden hat. Das war Zufall bestimmt. Na, der geht immer so schnell da vorbei, ja. Oh, Daniel zieht trotzdem weg. Ah ne, das ist René. Das ist Daniel. Daniel kommt näher, das ist gut. Halt, wir sind schon zu nah dran. Ja. Bist du? Jetzt mach ja, ich muss schon meinen Knopf suchen, warte. Knopf von der Hose. In der Ansicht, weißt du? So, jetzt fahre ich auch 90. Oh Mann. Benni, du bist klar da hinten? Ich komm klar. Ja, dann. Soll ich mal bremsen? Ich glaube, ich habe genug Abstand, denke ich. Achso, ja dann. René, bin da. Renato meinst du? Renato, ja. Warte mal, Ernie, warte. Ich verwechsel's auch immer, Ernie. Ich hab meine Kippe runtergefallen. Ah, verdammt.
ordentlich bis zum Teppich anfackelt. Nein. Nee, da will sein Auto anzünden und eine Versicherungsprämie kassieren. Ich hab da E-Zigarette, mich juckt das sowieso. Jetzt geht's hier rechts runter, ne? Ja, natürlich, ja. Okay, rechts runter. Also wenn du schaffst, mit deiner E-Zigarette den LKW anzuzünden, dann bist du aber mein Held. Du, ich dann, hab Ernie hinter mir. Der dann verzeih ich dir, dass du hier die ganze Zeit nur D3 zockst, diesen ganzen Rotz da. Ach, hör auf zu spinnen, ey. Weißt du, wie viel Level ich mir gerade versaue, ey? Ich hätte schon mal sonst wieder sein können. Das ist doch deine Schuld, du wolltest doch das Ding erstmal fertig zocken. Wir wären dir doch nicht sauer gewesen, wir machen... Verstehe ich nicht, wir sagen das nur so und meinen das natürlich auch, also nicht so. Ja, man, die meint es natürlich auch so, ist mir schon klar, Arschloch. Oh, wir sind ja gleich bei Nürnberg. Ja. Ach, 95 Kilometer. Da hätten sie ja von hier, von dieser Stelle auch eine Landstraße eben darüber tackern können, oder? Müsste man jetzt nicht außen rumfahren. Dafür ist SCS sich zu schade. Jetzt fängt das wieder zu pissen an hier, ich kriege einen Anfall. Bei mir regnet es nicht. Ja, nicht. Ich verstehe nicht, ich kann es nur immer wiederholen. Wenn Engel reißen, ist schönes Wetter. Mhm. Scheint die Sonne. Wisst ihr, was ich verstanden habe? Wenn Bengel reisen. Ja, ist schon klar. Wir kriegen Besuch von hinten, wollte ich nur sagen. Mafia oder nicht Mafia? Nee. Oh, die haben schöne Trailer. Boah, verdammt, ey. Aber nicht mal gespannt. Renato, was ist los? Ich bin weit weg. Aber die haben ganz extreme Probleme, weil die tun sich quasi gerade gegenseitig ausnocken. Nee, bitte. Die, nicht. Die sind gut auf jeden Fall. Also, ich mach mal zwischenspeichern. Vom Tunnel, so. Oh, Junge, warte mal, hat die ganz zwischenspeichern, jawohl. Bleib immer drüben, Leute. Du Arschloch. Na, aber. So, na dann hier runter, Ernie. Also dieser Hashtag Ilutze, der hat Motorfehlfunktion. Okay. Und der, ja. Oh, hier kommt gleich der nächste, warte. Was ist denn hier los? Komm mal zu spät. Es ist schon. Vorsicht, warte. Lern fahren. Slowcoin-Boy, da weißt du doch Bescheid, ey. Wie viel sind denn hier? Nice. Jetzt sind wir schon beim Nazi. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, uns geht's aber noch, ne? Oh, das ist Standard hier im Multiplayer. Auf das lasse ich mich gar nicht mehr ein. Ja, wir überholen mich jetzt hier, ich muss links rüber. Ja, dann bremst ein bisschen ab. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch mal. Ich dir doch keinen Zacken aus der Krone. Ja, hier jetzt mal. So, jetzt kann ich hinter dem rüberziehen. Nee, Daniel eiert schön da drüber, weißt du? Daniel? Du kannst doch nicht mit Daniel fahren, das geht nicht. Oh, wir müssen links runter. Ja. Oh. Was? Ausfahrt verpasst du? Das heißt, er sagt noch, oh, ich muss hier links über, dann müsste er auf dem Navi aber auch schon sehen, dass man da runter muss. Oh, ich muss ja hier runter. Ja, nicht alles schick bei uns beten, ne? Ja, hören sich alles gechillt. Unter mir ist ein Rindy, schau mal. Ich hab den Format bei 90, Ernie. Ja. Ich wollte deswegen jetzt nicht rüberziehen, bin gerade aus Weide gefahren, weil, ich nicht unbedingt in die reinknallen wollte, noch mal lieber... Ja. Soweit es geht, Livestream von denen und dann wär's dann die... Real Life kriegst du einen Strafzettel dafür, ne? Wenn sie dich erwischen. Real Life, tralala. Oh, scheiße, du musst mal abbremsen, noch zurück. Warum abbremsen? Hallo, warum bremst du ab? Bist du verrückt? Das frage ich nicht, allerdings. War leider ein bisschen zu schnell. Mann, gay. Hier müssen wir runter, René. Ich muss hier runter. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon weiterfahren. Das kennt ihr mal. Ich gucke, ob ich was finde. Ich habe ja auch. Ja, komm, wir fahren eben alle runter. Wir stellen uns an die Werkstatt und dann. Alles klar. René, wir haben doch. Daniel und ich haben doch auch Nürnberg. Warum sollen wir denn weiterfahren? Macht doch gar keinen Sinn. Ach, Daniel hat auch Nürnberg. Ich wusste jetzt nicht, dass Daniel auch Nürnberg hat. Ja, ich habe auch Nürnberg. Bei dir wusste ich es ja, das ist klar. Ich bin ja der Einzige in Straßburg. Natürlich bist du hier der Einzige. Achtung, Alter, das war jetzt aber... Das war jetzt haarscharf. Gar nicht, dass die LKWs solche Schlenker fahren können. Ja, das geht nur mit Lenkrad. Also da kannst du aber mit der Tastatur kannst du das einpacken. Aber sowas... Doppel. So, jetzt hier. Und dann ja, willst du voll suchen, oder was? So, ich hab... Wollt ihr da vorne machen? Beschleunigungsrennen, oder was? Jetzt nicht die Ampel, nicht wegen dir. Ah,
Muss ich Außenansicht machen hier. Macht nichts, Pavel, bleib so stehen. Na, wo kommt eigentlich der René? Ja! Rechts neben mir, der Hund. So, und weiter geht's, René. Schon, bist du leicht hitzig. Ja. Jetzt zieht einfach mal vorbei. Da, da, da. Also ich muss hier vorne dann gleich links, ne? Ah, hier ist doch Daniel. Die Daniel hole ich jetzt nicht, das ist mir zu gefährlich. Ich mir auch überlegen, ey, ob ich Daniel überholen würde. So viel Bier könnte ich mal zu spielen, die ist auch. Brauchst du auch kein Bier, brauchst du schon Schnaps. Ja, bei dir schon, das wissen wir. Ey, du musst aufpassen, ey, der Ernie, der schnüffelt mir am Auspuff, ey, das gibt's gar nicht. Der neue Rechter bei ihm. Beim Daniel manchmal das Fahren nicht funktioniert. Bei Daniel, der denkst du manchmal, da sitzt er nur Formel 1 fahren. Aber groß noch behaupten, er Ding, ne? Er kann ja mit der Tastatur besser fahren mit dem Lenkrad. Ich hab das ja auch kein Spiel bezogen, ich hab's allgemein gesagt. Oha. Ja, bei LS vielleicht, ja. Da kommt Mord, Ernie. Ja. Boah, wer kommt denn hier so vorbeigeschossen? Alter, leck mich doch, ey. Ui, da wird's nicht. Ah, endlich freie Fahrt. Vollgas. Da müssen wir die Ableitung von links, ja. Da vorne. Wo musst du hin? Ich muss zu Stokes. Eine LKW muss ich. Ach so, na, ich muss bei Stokes abladen. Noch bei Gelb hast du geschafft. Ich hab's auf Video, ich glaube schon, dass das rot war. Das glaube ich nicht. Junge. Vielleicht orange. Achso, meinst du mich? Ja, Alter. Meinst du mich? Nein, Daniel meine ich. Achso. Das bist ja gar nicht du. Das ist orange, René. Selbe Lackierung, ich pack's jetzt nicht, oder? Dieselbe Lackierung wie wir. Nee. Oh, Glück. Was habt ihr denn für eine Lackierung? Keine Ahnung, was die da benutzen. Ich hab immer noch die wir zu Anfang hatten und so. Ja, du kannst mir nicht meinen, du kannst gerne einparken. Ich kann trotzdem einparken, auch wenn du einparkst. Außerdem, wenn man es nicht kann, sollte man es lassen, ne? Wer parkt da ein, Daniel? Nö. Ich kann einparken. Ich denke, du musst zur LKW, Daniel. Ein Firefly. Das musst du auf Video machen, ja. Oh, Alter, seit wann ist denn der? Oh, leck. Da renne ich erstmal voll gegen einen Trailer, der vom Spiel eingebaut ist. Sehr geil. René, bevor das nächste Mann klatscht, sag mir mal Bescheid, bitte. Ja, wir sind dann auf jeden Fall Richtung Dings unterwegs mit dem. Straßburg, die Richtung. Und? Straßburg, Richtung Straßburg, Straßburg dann. Werkstatt, ne? Werkstatt. Und Ernie und ich haben noch ungefähr 73, 74 Kilometer bis nach Köln. Ja, naja. Aber das wird mein letztes Jahr, haben wir dann ins Bett. Weil er die Zeit nicht abwarten kann, deswegen. So, ich stehe in der Werkstatt. Speichern wir noch ab. Speichern, ja. Hey, wenn ich eingeparkt habe. Hey, gibt's die nächste Mode? Jetzt gibt's da. Naja. Zug doch hier nicht so rum, ey. Naja, mal gucken, ob der jetzt auch noch einparken kann, wenn ich hier einparke. So, ich habe jetzt die beste Lackierung. Na, jetzt packt der René ein. Das kann dauern, ey, bis der drin steht, ey. Na, echt mal, Mann, oh Mann. Bei mir ging das in zwei Zügen. Wie viele Züge hast du gebraucht? Drei. Siehst du, der René braucht der macht das in Null. Der drückt einfach Enter. Und dann sagen, ey, hier, Luschen, ey. Noch so richtig schön Großkotz, weißt du. Oh, der Papa, ich habe jetzt die beste Lackierung. Ich hoffe, du siehst sie. Ja, natürlich sehe ich Lackierungen. Bin ja nicht blind. Ah, scheiße. Oh. Ah, scheiße. Da kommt vor allem mein Spiegel, ne? Was laberst du für eine Scheiße? Ja, ich meine, du hast so meinen Spiegel anvisiert. Ich weiß nicht. Hab mir so Angst gemacht gerade. Du, nach hinten ist ja nicht mehr viel Platz. Das ist ein bisschen verzögert.
Oh, da kommt jetzt. Oh, oh, jetzt kommt der Daniel. Der schon wieder in die Einfahrt reinpfeift, ne? Ey, ich bin ganz langsam reingefahren. Reingefahren. Wie man das? Ja, genau, Daniel, Einfahrt 60 oder 70 hast du sie genommen? 120 wollte er sie nehmen. Ich bin ganz langsam reingerollt, 60, 70, ja. So, machen wir jetzt hier erstmal Nein, nicht mal. Verbleibende Zeit 6.